Bürger der Föderation, seid mir gegrüßt. Ja, hier sind wir in Star Trek New Horizons mit der Föderation. Finale Folge. Ja, dazu komme ich später am Abschluss. Ich dachte, ich kann diese Folge nicht aufnehmen, da alles am Scheitern war. Es geht doch. Denn, wie sich herausgestellt hat, es lag nur an der UI-Mod. Ich habe sie rausgenommen. Es funktioniert wieder. Und hier kommt sie. Der Ausgang des Krieges. Wir werden die Romulaner vor uns hertreiben. Wir werden unsere Mission erfüllen. Und weiter geht's. So, wir nehmen mal hier oben alles raus. Interessiert mich alles nicht. Ein Data interessiert sowas nicht. Wir müssen uns mal kurz eine Übersicht verschaffen. Wir haben hier die zweite Grenzflotte, die nur unseren rückwärtigen Raum absichert. Wir haben hier eine romulanische Flotte. Wir haben hier aber zwei große Flotten, die den Romulanern bei Weitem überlegen sind. Wir haben hier unten, da wollen wir eigentlich weiter angreifen. Wir müssen uns aber erstmal ein bisschen sammeln. Wir haben hier eine kleine Flotte, wir haben hier oben unsere große Flotte, die auf Romulus geht. Das wird ein Fest. Hier haben wir noch die zweite Föderationsflotte. Was hatten wir noch im Zulauf? Ja, da hatten wir die Grenzflotte. Unten die Flotten wollten wir zurückhalten. Da haben wir auch noch eine Grenzflotte, die wollten wir zurückhalten. So, weiter geht's. Schauen wir uns mal an, was die Welt zu bieten hat. Wir müssen Pause. Was haben die Romulaner reingeschickt? Ganz Großes. Wird mir noch nicht angezeigt. Flottenkampf ist ausgeglichen. 21.000. Wir werden mit der größeren Flotte unterstützen. Das Entscheidende ist, werden mit beiden Flotten unterstützen. Spontaner Entschluss. Und wir greifen hier oben Romulus an. Ja, sehr schön. Da brauchen wir gar nicht nachsehen. Hier unten ist das Entscheidende. Gut, die Grenzflotte hat es nicht geschafft. Jetzt nicht. Gehen wir hier rein. Wir sind hier. Was haben wir aktuell? Was können wir uns kurzfristig einen Vorteil verschaffen? Sternbasenkapazität erhöhen. Sie haben sich sofort, sie haben die Grenzflotte zerschlagen. Sich sofort zurückgezogen. Werden hier die Romulaner versuchen zu stellen. Müssen sie stellen. Da haben wir gar keine Wahl aktuell. Das ist immer das Problem, wenn man nach einer ganzen Weile wieder in das Spiel zurückkehrt. Hatte ich meine Truppentransporter hier? Ach, ich habe die schon hier angesetzt auf Pollux. Da bombardiere ich ja gerade. Romulus ist eingenommen. Können wir mit dem Bombardieren beginnen. Pause. Reliktaktivierung. Lass die Flöte erklingen. Hier wird halt das Interessante sein, werden wir den Schlag setzen können.
die Romulaner noch abfangen. Wir sind natürlich beide das System. Ach, wieder eine Seuche. Haben wir ja schon lange nicht mehr gehabt. Und sie sind geflohen. Dann hoffen wir mal, dass wir sie hier stellen können. Ja, komm. Das ist ein Problem, ist ein Problem. Zusätzliche Finanzierung. Ach so, Cestus 3 Aufnahmegespräche. Jetzt geben sie mir mit dem Pockenhals auf den Keks. Physik. Da nehmen wir... Zielsensor. In Orbit einfliegen. Die Armee ist jetzt runter auf 585. Das braucht noch ein bisschen, bis wir das einnehmen können. Wir bombardieren hier oben Romulus. Suchen hier die Flotten zu stellen, der Romulaner. Die jetzt hier mit uns ein dummes Spiel betreiben. Die mit uns ein absolut dummes Spiel betreiben. Gut, wir müssen ins Romi-System. Muss da möglich sein, sie zu stellen. Nein, ich kann jetzt keinen entbehren. Komm, holen wir uns Rator. Ja, das ist das Problem. Die springen jetzt hin und her. Müssen denen jetzt sehen, dass wir ihnen alles abnehmen. Ja, wir sind auf Pause. Flottenkampf. Hier, das wird noch interessant. Jetzt greifen sie hier wieder an. Arthur, Armee, 98er Garnison, das müsste eigentlich hier... Die Cheroniten müssten das eigentlich einnehmen können. Physikforschung. Öffentlich ihm danken. Willst du mir Flotten erhöhen? Kriegen wir sie endlich mal? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ach, das ist so. Dieses Hinterherrennen. Es ist ein grausamer Kampf. Sieht Flottenverwaltung aus? Wir können alles verstärken, Verluste ausgleichen. Gut, das Ganze ist ein bisschen buggy, muss ich leider feststellen. Ja, das... Wir müssen damit leben, dass wir das Ganze nicht so einfach lösen. Also, Abstürze habe ich noch. Damit kann ich aber leben. So in der Form jetzt kann ich damit leben. So, wir holen die Kelvin in Kampf. Ich muss halt ab und zu mal ein bisschen neu laden. Sternbasenkapazität erhöhen.
Muss nur mal kurz gucken, was ich... Ich nehme einfach alles mal weg. Verwaltung hatte ich... Nee, das hatte ich noch nicht gemacht. So, weiter geht's. Hauptsache, wir können hier einen vernünftigen Abschluss hinkriegen. Das will die Föderation. Neue Forschung. Handel verbessern. Ja, das ist öffentlich danken. Und sie sind abgehauen. Jetzt machen wir mal einen Durchbruch. Legende der Flotte, Morgan Bateson. Wurde rekrutiert. Hatte ich Bolarus schon den Angriff geplant? Nee. Hier neue Forschung. Schadenplattform plus 15%. Ja, da sind wir die Bozeman. Ich hoffe, der unsere Überlegenheit reicht aus. Sehr schön, Krippe wie immer besiegt. Wir haben keine Reserven mehr. Es klappt aber. Sehr schön. Also raus hier. Wir haben hier oben die Romulaner. Und hier sind wir durchgebrochen. Wir sind durchgebrochen. Wir lassen die Kelvin mal raus. Und erobern die letzten zwei Systeme hier unten der Romulaner. Und gehen hier oben über auf die Bombardierung. Wir beginnen mit Romulus. 504er Garnison. Wenn sich unsere Truppen hier erholt haben... Nach der Invasion. Was nicht gut aussieht. So, wieder ein Planet eingenommen. Das ist schon mal nicht schlecht. Die Klingonen könnten auch ein bisschen mehr machen, ne? Da erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr. Pause. Ja, guck mal, da kommt ein Asteroid rein. Neue Forschung. Befehlslimit Flotte erhöht. Pause. Das ist hier unten. Da könnte ich hinschicken die Grenzflotte. Dauert ein bisschen, aber ich habe nichts, was näher dran ist. Guck mal hier. Ach, die Bozeman, die sollte ja zu einer Mission. Oh. Da. Dann nehmen wir euch mal raus und schicken die Bozeman dorthin. Und die restlichen legen wir zusammen. Hier ist wieder ein Kreuzer. Reichweite erhöhen auf die Oriona. Mittlere
Intensität. Sehr schön, das war erfolgreich. Und wir sind in einem Flottenkampf. Ach, wir greifen hier die Stationen an. Genau. Ach, hier, die Klingonen schreiten mal ein. Ist da auch schon mal schön. Tun sie wenigstens auch mal was. Wie sieht's auf Romulus aus? Zittern sie schon? 477 Kampfstärke. Stärke der Flotte aktuell 300... Okay. Müssen wir mal rekrutieren. Ich brauche neue Truppen. Ja, die Flotte ist jetzt hier gebunden erstmal. Das ist so ein Problem. Wir gehen auf Pause. Baukosten Plattform. Gehen wir mal hier hin. Ja, wir brauchen ja mit den Flotten nicht mehr darunter. Dann können wir hier weitermachen. Hier, guck mal. Unsere Verbündeten kümmern sich um die Eroberung. Wieso landet ihr nicht? Hä, bis zum Untergang bombardieren ist lustiger, ich weiß, aber... Hier, die Station ist besetzt. Befreien wir die mal. Tun wir was Gutes. Ach nee, der Planet ist ja besetzt. Was habe ich denn da jetzt gerade geguckt? Wir greifen hier oben weiter an. Wir werden uns mit den Flotten durchfräsen. Was ist jetzt los mit den Asteroiden? Unsere Wissenschaftler glauben, dass wir bestimmen können, wo er das Wrack stammt, indem wir seine Sensorprotokolle mit Sternensystemen abgleichen. Spannend, spannend, spannend. So. Weiter geht's. Krieg! Wir haben Krieg! Ich will Romulus. Ich will Romulus. Interessant. Was ist denn hier unten los auf einmal? Da haben wir zwei Asteroiden. Das waren doch schon drei Meldungen, oder? Also hier die zwei. Faszinierend. Faszinierend. Ja, wir haben ja eine Flotte auf dem Weg dahin, die sich darum kümmern wird. Es dauert noch ein bisschen, aber sie ist auf dem Weg. Der Asteroid, der sich auf Kollisionskurs mit ELAS befand, wurde zerstört. Die außerirdische Sonde hat die Reichweite der Erkennungsmöglichkeiten der Vereinigten Föderation der Planeten vollständig verlassen. Oh. Gab's ja auch noch. Die fünfte Grenzflotte haben wir noch gar nicht eingesetzt. Nee. Dann schicken wir dich nämlich auch mal nach Romulus. Schaden kann's nicht.
hier wird halt das Interessante sein. Können wir die Romulaner schlagen? Können wir sie... komm, das mittlere Schiff umbenennen hat zum Fehler geführt. Nehmen wir das dritte diesmal. Schießt der Verstorbene ins All. Reist zu den Sternen. Es war mir ein Fest. Yeah, lost contact. Wir haben den Bozeman verloren. Mit Ja-Stimmen. Das, was ich die ganze Zeit wollte, was die Chironiten nicht wollten, ihr Orionern. Okay. Die nächste Station, die wir eingenommen haben. Dann können wir weiter nach Algorab. Ja, wir holen uns alles. Alles. Sieht's auf Romulus aus? 16%, die Garnison ist schon ordentlich runtergeschossen. Wir lassen die Flöte erklingen. Ja, wir gehen mal auf die Sorgen ein. So, hier wird der Asteroid zerstört. Danach geht's für dich da unten weiter. Oh. Ja, wir nehmen alles. Ist so schön. Hier unten. Wieder ein Asteroid. Das ist nicht normal. Das ist wahrlich nicht normal. Ich muss die Kelvin hier unten mit einsetzen. Leider keine Wahl. Wenn du fertig bist, geht's für dich. Ach, kann ich jetzt noch nicht angeben. Eieieiei. Wie weit seid ihr mit Ausbau? 79 Stärke. Wir sammeln mal unsere Truppen hier. Gamma. So, Asteroid zerstört. Romulaner greifen kurz an, sind aber wieder zurückgeschreckt worden. Romulus liegt in Trümmern. Wir haben eine Defensivflotte dort und die große Flotte, die bombardiert. Und ihr macht eure Eroberungstour weiter nach Eta. Crucis. Oh ja. Und da haben wir schon die nächsten Truppen, die wir hinterher senden können. Sobald wir Romulus haben, dann sieht die Sache schon mal wieder ganz anders aus. Wir haben hier mal endlich eine... Okay, wir haben doch keine Flotte gestellt. Ist ja wohl lächerlich. Ist ja wohl lächerlich. Sobald die Station weg ist. Planeten bombardieren. Faszinierend, ein Wurmloch. Ein Biosystem.
Mal gucken, ob die... Mal sehen, ob die Cardassianer irgendwas anstellen wollen damit. Nee, ich werde bestimmt nicht mitten im cardassianischen Raum eine Sternenbasis verlegen. Können wir sie hier stellen? Nee. Sich zurückgezogen haben. Bombardiert weiter den Planeten. Ja, hier sind wir am Asteroiden dran, dort sind wir auch gleich am Asteroiden dran. Schaut's hier aus. Und dich können wir mal auf aggressiv stellen. Brauchen wir nicht. Ja, komm, die müssten doch gleich. Ungewöhnliche Tektonik. Sehr spannend, sehr spannend. Komm, Romulus muss fallen. So, erstmal können wir hier den nächsten Schritt machen. Reichsgröße von Bewohnern verringern. Physikforschung, da verbessern wir unsere Phaser. Wir haben hier im Flottenkampf, das ist jetzt immer noch der... da haben wir hier den Asteroiden und dort den Asteroiden. Also das ist nicht ganz koscher, was da läuft. Hier greifen nochmal die Romulaner an, werden aber zurückgeschlagen. Der Planet müsste eigentlich auch bald fallen. Romulus ist gefallen. Weiter geht's nach Remus. Dann können wir uns weiter ausdehnen. Oh ja. Soll ich mal eine Flotte? Dann haben wir hier den nächsten Truppentransporter auch hinterher. Ich lasse mal in dem Sektor erstmal. Diplomatische Reichweite erweitern. Asteroid zerstört. Sehr schön. Mit dem Zinti. Mittlere Intensität. Remus. Sehr schön, das war erfolgreich. Remus hat eine ordentliche Kolonie. Verteidigung. Spaceport under attack. Pause. Die sind hier hinten ins Hinterland vorgedrungen. Ist jetzt ungünstig. Muss ich eine Flotte abziehen. Haben sich durchgeschlichen. Asteroid zerstört und sobald wir hier unten durch sind, müssen die Flotten hoch. Ja, euch werden wir lieber hier hinten wieder hinschicken. Ganz einfach Cardassianer abschrecken. Pause, ich brauche hier beide Flotten. An den Planeten eh eingenommen, ne? Ja. Also da noch eine große Flotte, auch hier. Hier bekämpft gerade ein Konstruktionsschiff, was sehr löblich ist. Er schickt die Diplomaten. Haben wir hier
Ach, Handelsabkommen abgelaufen mit dem Ferengi. Kardassianische Union tritt dem Dominion bei. Ach du Alarm. Das wäre nochmal geil geworden. Ja. Guck mal, hier greifen sie an. Mit einer Flotte, die keine Stärke hat. Alles abgewehrt. Hier, das wird eng. Das wird eng. Aber wir müssen sehen, dass wir hier oben angreifen. Wir müssen den Romulanern weiter zusetzen. Wir dürfen keine Ruhe haben. Die fünfte Grenzflotte werde ich mal zum Upgrade schicken. Sieht hier aus, die Garnison sinkt. So, euch legen wir wieder zusammen. Dann bringen wir mal die... zweite Föderationsflotte in das System. Und die Truppentransporter ziehen wir auch nach. Hier oben nehme ich alles weg. Den Planeten können wir runterbomben. Das hier ist ein Problem. Die Irdianische Liga hat uns heimlich die Treue geschworen. Hier greifen wir an. Kann nicht wahr sein. Wie wäre es, wenn die Klingonen mal was machen? Oder haben die mit denen Frieden geschlossen und wir haben es nicht mitgekriegt? Würde zu dem feigen Pack passen. So, Forschung. Anführerlimit erhöhen. Sternbasen-Schildgenerator und Leben-Armeen erhöhen. Hier können wir wieder die Flöte spielen. Tuborg hätten wir jetzt auch noch. Mission Log updated. Terron Prime ist besetzt. Müssen wir leider bombardieren. Ich habe keine Truppen in der Nähe. Es tut mir jetzt auch leid. Es ist nicht schön. Aber manchmal muss man halt auch harte Maßnahmen ergreifen. Schaut es hier aus. Remus. Ja, die Garnison schwindet dahin. Durch die Transportflotte. Da eingeschickt. Oh, ich muss mal ein bisschen gucken, dass ich den Überblick behalte. Ja, ich brauche Remus unbedingt, dass das hier weg ist. Thank you.
in Orbit einfliegen. So. Wo jetzt? Pause. Gorn-Flüchtlinge treffen ein. Hier. Mittendrin. Die fünfte Grenzflotte hat ein Upgrade bekommen. Was nehmen wir? Ach komm, wir holen uns. Pause. Forschung. Neue Forschung. Ja, kommt später irgendwann. Wie sieht's hier aus? Wir haben hier... die Cardassianer rüsten massiv auf. Verteidigungsnetz. Bauen wir die Verteidigungsplattform. Wir rüsten hier unten mal ein bisschen auf. Defensivplattform. Und hier. Schildgenerator. Und ein Verteidigungsnetz. Wir müssen hier unten sehen, dass wir alles ein bisschen hochpushen. So. Die Stationen sind jetzt zumindest ein bisschen stärker. Verteidigung hier auch nochmal erhöhen. Hier können wir auch nochmal ein bisschen was bauen. Dass wir unten ein bisschen mehr Defensive in den Stationen haben. Wir haben hier unten nur zwei kleine Flotten. Das ist halt ein Problem, wenn ich sehe, was die Cardassianer hier zusammenziehen. Gerade als Teil des Dominion. Hier oben läuft ein Großangriff. Ich will hier oben. Ja komm, wir müssen hier eigentlich abbrechen. Und sehen, dass wir die Romulaner stellen. Da haben wir gar keine Wahl. Sieht's auf Remus aus? Ja, wir müssen die runterbomben, sonst stehen wir wieder da ohne Truppen. Wenn wir jetzt schon angreifen. Pause. Jetzt sehen wir mal, ob wir die Flotte noch kriegen. Ich bezweifle es zwar ehrlich gesagt, aber wir müssen es versuchen. Müssen es versuchen. Spaceport under attack. So, wie sieht's aus auf Remus? 392 Kampfstärke. Council Agenda ready. So, Ratsagenda bereit. Geheimnisse aufdecken als nächstes. Bleibe im aktiven Dienst, nicht mitten im Krieg. Auch hier wieder eine Station eingenommen. Spaceport under attack.
hier, sie versuchen's. Okay, das will ich sehen. Reichweite erhöhen, Iridianische Liga, hohe Intensität. Okay. Ach, schade, gescheitert. Ja, das war ein netter Versuch. Also meine Hauptfestung in diesem Bereich anzugreifen, ist vielleicht jetzt nicht die weiseste Entscheidung, die sie je getroffen haben. Hier nehmen wir die Minsk. Wie sieht's aus auf Remos? Vom Armee runter, die sind weit genug runtergebombt. Eta? Ach, hier haben sie angegriffen. Sagt mir das da einer? Ist nicht schlimm. Die übernehmen da nur zerstörte Welten. Wir haben hier noch zwei Flotten. Wir werden hier jetzt erstmal einen Angriff auf ihre Verbündeten fahren. Und Remus müsste ja eigentlich auch gefallen sein, ja. Können wir hier nämlich endlich weiter angreifen. Änderung des Plans. Ich will die Flotten stellen. Sind wieder... Ach, ihr macht mich kirre. So, da hatten wir den nächsten Absturz. Wir sind hier oben im Angriff. Hier fangen wir die romulanische Flotte ab. Ja... Ein zeitkritisches Projekt interessiert mich erstmal nicht. Spionageereignis. Gut, da haben wir Schwachstelle gefunden. Da sind wir an Technologiestehlen dran. Eta Kusis haben sie eingenommen. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Feindflotten in der Nähe. Bis hier, da sind wir aber im Kampf. Das läuft gut. Hier sieht es jetzt aus, dass wir... befreit haben. Wieso habt ihr das nicht fertig befreit? Ach, sehr schön. Wir haben Forschung gestohlen von den Romulanern. Wir werden die Kelvin hier ins Trill-System entsenden. Die Cardassianer ziehen mir zu viel zusammen. Kommen die Marseille. Nennen wir einfach mal um. Für den guten Kommandanten, der in Ruhestand gegangen ist. Ihr holt uns jetzt die Station zurück. Die Gardeflotte greift hier an. Dieses System ist eingenommen. Werden wir mal Nimbus angreifen. Haben wir noch 600 und hey, kommt eine neue Tradition. Wir gehen mal bei Politik auf Maximum. Ja, die Station haben wir gleich. Wir schicken mal alles mit. Und gehen hier in den Orbit. Sieht's aus mit Armeen. Ah, dann könnt ihr auch gleich landen. Armee landen. Meine Bevölkerung braucht Erfolge. So, macht sie nieder, macht sie nieder. Jetzt gucken. Tipol ist gestorben.
Die New Jersey, eindeutig, das ist, lass die Massen trauern, Tepol, meine Güte. So, Nimbus wird in Grund und Boden gebombt. Hier werden wir mal beide Flotten weiter zum Angriff schicken. Hier holen wir uns jetzt den Planeten. Forschungsleiter können wir neu besetzen. Sturm. Das passt doch. So, beim Ferengis haben wir neue Informationen. Es war natürlich ungünstig, dass hier unten die Cardassianer jetzt Teil des Dominion sind. Ja, das dürfte ja auch nicht lang dauern. Den Planeten haben wir auch eingenommen. Verstanden. Tag des ersten Kontakts wurde gefeiert. Wie sieht's aus mit Nimbus? Armeen 811. Könnte noch ein bisschen dauern. Wir spielen nochmal die Flöte. Ihr greift weiter an. Ihr habt hier jetzt eingenommen, dann könnt ihr das System nochmal angreifen. Wir holen uns jetzt alles, was die Romulaner haben. Auch brisant. Unsere Verbündeten hier hinten. Unser Protektorat. Pause. Gut, hier nehmen wir Kolonieentwicklungsgeschwindigkeit. Medizinischer Durchbruch. Jagdgeschwader. An alien empire has established communications. Hostile station engaged. So. Können wir hier nämlich noch Tarot einnehmen? Mit befreundeten Völkernteilen natürlich. Nicht mit allen. Den Planeten bombardieren. Den wollen wir ja schließlich haben. Nimbus ist der aktuelle Stand. 633 Stärke. Das System haben wir zurückerobert. Dann können wir uns jetzt den Planeten holen. Der müsste relativ zügig fallen. Und hier? Wir ziehen uns mal zurück ins Romulus-System. Die Romulaner versuchen es wieder. Demokratische Herrscherwahl, auf jeden Fall Data. Die nächste Forschung ist freigeschaltet. Wir stehlen von den Klingonen auch nochmal eine Technologie. Haben die Romulaner sich wieder zurückgezogen? Da haben sie nochmal angegriffen. Werden wir das mal gleich. Ach, guck mal, hier. Entziten haben eine Transportflotte geschickt. Holt euch den Planeten. Ich habe ihn für euch weich gekocht. Alien Empire has established communications. Ja, dann werden wir hier oben mal weiter angreifen. In Orbit einfliegen. Wie stark ist jetzt die Garnison? 630. Da müssen wir noch ein bisschen bombardieren. Sieht's hier aus? Och, ist eingenommen. Wenn wir hier weiter angreifen, haben wir hier die Enterprise B ohne Kommandanten.
Tubok. Nee, du bleibst da. Öffentlich danken. Ja, das hier ist nicht das Problem. Das werden wir kriegen. Wir müssen jetzt halt sehen, dass wir die Kriegsmüdigkeit der Romulaner hochtreiben. Die Romulaner versuchen überall verteilt ein bisschen anzugreifen. Das ist süß, aber ich glaube nicht so hilfreich für sie. Hier unten können sie jetzt Erfolg haben. Nee, komm, wir müssen hier. Eta Kusis System müssen wir eingreifen. Schön ist, unsere Verbündeten rücken nach und holen sich die Planeten. Starbase 54%. Also ganz werden wir das Romulanische Reich nicht einnehmen können. So, wir können hier noch alles erobern. Ach komm, wir versuchen es einfach mal. Dass die Flotte auch mal ihren Einsatz hat. Guck mal, sie werfen alles jetzt da rein. Spaceport under attack. Sehr schön, was haben wir hier? Ja, Botschaft nehmen wir an. Mission abgeschlossen. Ein Flotten in der Nähe. Romulus wieder. Wir haben hier oben die zwei Flotten. Ja, wir müssen die Flotten hier auch in den Kampf schicken. Müssen hier hinten das noch einnehmen. Ja, dann viel Spaß beim Bombardieren. Wohl, wir können hier... Ach, Romy konnte die Invasoren abwehren. An alien empire has established communications. Jetzt sehen wir mal, ob wir die Romulaner abfangen können. Eieieiei. So, auf nach Romulus. Munkadir, Sablisur. Ja, zustimmen. Mission abgeschlossen. Aus auf dem Planeten. 473. Zeit. Bleib im Stuhl.
Hier Forschung abgeschlossen, erweiterte Schilder. Hier haben wir die Romulaner gestellt. Ist mir jetzt egal. Und nicht zerstört. Aber immerhin konnten wir sie treffen. Ja, wir geben auf die Sorgen ein, wie immer. So, und jetzt greifen wir hier unten weiter an. Hier konnten wir ja einen Erfolg landen. Dann wird auch hier der Planet verwüstet. So, wir landen die Armee, holen uns den nächsten Planeten. Dann geht hier der Angriff auf Gareth los. Wird denn das? Spaceport under attack. Es war jetzt kurios. Sehr schön. Da sind nämlich die Flotten frei. Und können hier auf Gareth angreifen. Sieht's im System aus? Kann noch ein bisschen dauern. Hier. Das System hast du eingenommen. Sehr schön. So, Schmuggler aus Bossenboden beseitigt. Wir greifen dort nochmal an. Ein letztes Mal lassen wir die Flöte erklingen. Stärke Plattform erhöhen. Ja, wir haben unseren nächsten Aufstiegsvorteil. Wir erhöhen unsere Flottenkapazität. Gut, wir haben alle soweit erweitert. Wir erstellen eine neue Flotte. Nur mit Excelsior. Dem Besten, was wir haben. Das wird so ein Brecher. Kleine Antwort auf die Drohung durch die Cardassianer. Ja, hier läuft ein Angriff, aber das ist nicht so dramatisch. Müssen wir hier auf Pause gehen. Du wirst da mal unterstützen. Wie schaut's hier aus? Ja, knackt er. Oder? Hey, doch nicht. Erstaunlich erschütternd. Müssen aufteilen. Sehr schwanken das Ganze. Sehr schwanken das Ganze. Ich glaube, unsere Kriegsmüdigkeit wird zu früh 100% erreichen. Ach, Tuvok starb. Ja. Die Verstärkung kam zu spät. Oh.
Da sind sie unten mitten reingestoßen. Ja, der oben, der Angriff ist gescheitert. Wir sind auch bei 88%. Was gerade ein Riesenproblem ist, dass ich nicht alle Flotten einsetzen kann, weil wir unten das Dominion haben. Hier endet die Reise. Was wären die nächsten Schritte gewesen? Bündnis mit den Klingonen stärken. Hier wäre es in einen Patt ausgegangen mit den Romulanern. Einfach weil ich nicht alles einsetzen kann. Lag aber eigentlich nur an der Kriegsmüdigkeit. Vielleicht hätten wir es gerade noch so schaffen können. Entscheidend wäre gewesen, die Gardeflotte hier wieder einzusetzen, um bei den Garidianischen Republik voll reinzuhauen. Es wäre dann weitergegangen, dass wir versuchen, die Ferengi endgültig in die Föderation zu holen. Und dann wäre es auf einen Krieg mit der Cardassianischen Union bzw. dem Dominion hinausgelaufen. Das wäre, ja, sagen wir mal, knackig gewesen. Wahrscheinlich hätte das Dominion obsiegt. Sind uns deutlich überlegen. Wir hätten nur in Kombination mit den Klingonen überhaupt eine Chance. Wäre spannend gewesen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr bei dieser Reise dabei wart. Weiter geht es jetzt auf Hineingespielt, meinem neuen Let's Play Kanal. Dort mit einem neuen Let's Play. Danke für alle, ja, die bei dieser Reise dabei waren, bei den bisherigen Let's Plays. Und dann, ich grüße euch dann herzlich willkommen auf Hineingespielt. Link dazu findet auch hier unten in der Beschreibung. Lebt lang und im Frieden. Haut rein.